So, zurück im letzten Video von Lord of Sorrow meinerseits. Werden wir uns wieder zurück an in die schweigenden Ruinen begeben. Und werden mal schauen, ob wir hier noch was Besseres finden. Als den S-Talk. Oder S-Torch, wie auch immer das ausgesprochen wird. Schlagkeule. Ja, ist bestimmt sehr langsam, so ähnlich wie wir das, wer schon gespielt hat, aus handhabt sich ja alles hier mit den Waffen, so ähnlich wie bei Curse of Darkness, wer schon gespielt hat. Nehmen wir einfach das Falsche an, kann wahrscheinlich nicht schaden. Denn die Gegner, die wir mit der Hellebarde mit einem Schlag niederstrecken können, die können wir auch mit dieser Waffe mit einem Schlag niederstrecken. So, und zurück. Und jetzt können wir jetzt mehrere Sachen vorleben. Zum einen verschiedene Stellen, an denen ich noch nicht war. Und zwar hier, und seht den Gegner, ich habe es im letzten Video gesagt, den Typ mit dem Hut und der Lampe, der ist aus Superkessel, hier. Ist dann einer kleinen Bonus-Stage, gibt's den da. Will ich jetzt, weiß ich, vielleicht gibt es hier sogar auch einen Trick und ich sollte ihn eigentlich nicht töten, ich habe es jetzt mal trotzdem gemacht. Ist mal lustig, wenn dann der Hund quasi getötet wird, der vor ihm ist, wenn er besitzt, sein Hund, dann kniet sich der alte Mann nieder und ganz zu weinen. Ist ja lustig. Oder was heißt lustig? Ist ja irgendwie nicht so lustig, aber. Oh. Julius? Das geht mir gut, mach dir keine Gedanken. Was, das war schon? So viel also zum legendären Kämpfer. Du ja, rede nur. Ja, Freak. Sieht aus, als würde ich bald meine Revanche kriegen. Aber noch bin ich nicht ganz auf der Höhe. Der Thronsaal im obersten Stockwerk, da wolltest du doch hin, oder nicht? Dort werden wir die Sache ein für alle Mal regeln. Er ist ein harter Brocken, aber vor allem für mich, der ich keinen Zirkel beherrsche. Moment mal, Julius, du beherrschst keinen magischen Zirkel? Oh, worauf willst du hinaus? Dann musst du doch ein Monster begegnet sein, die du nicht vernichten konntest. Ich hab sie erledigt, bevor sie sich regenerieren konnten, das war kein Problem. Nur diesmal dürfte es nicht funktionieren. Du bist mich wohl veräppeln, so kann es unmöglich gewesen sein. Kümmere dich nicht um mich, geh schon, mir geht's gut. Er wartet sicher schon auf mich, ich mach mich besser auf den Weg. Hüte dich vor seinem Feuer angegriffen. Du kannst es. Enttäusch mich nicht. Alles klar. Ja, der gute Julius ist in diesem Game oder im Folgeteil von der Rise of Sorrow auch ganz schön am Schwächeln. Oh, und hier haben wir schon wieder Speichermöglichkeit, denn ich kann sogar weitermachen können dieses Mal. War so ein Versenz. Ich frage mich, ob wir von dem eine Seelenfähigkeit erlangen können oder bekommen können, die uns auch unverwundbar gegen Schaden macht. Sofern wir, was weiß ich, stillstehen oder so. Das wäre auf jeden Fall mal sehr cool. Weil eben so viel Schaden auszuweichen ist schon ziemlich krass. Oh, hier haben wir schon wieder eine Boss-Tür. Können wir natürlich nicht rein, ist wahrscheinlich auch gut so. Der dritte Endboss im vierten Video wäre jetzt ein bisschen heftig gewesen.
Gehen wir also erstmal zurück. Schauen, was wir hier noch machen können. Mit frisch aufgeladener Energie, versteht sich. Oh, okay, er schickt seinen Hund doch auf uns los, also ist es hier nur normaler Gegner. Man muss ihn überspringen und dann, wie ein Blätschütze, muss ihn überspringen und dann kann man, wenn man schnell genug ist, irgendwann zum Zug kommen. Oh. Manchmal kommt er dann auch zum Zug. Oh. Sehr schnell. Aber wir sind schneller. Eigentlich gar nicht mal so lahmarschig, die Waffe, dieser Pfeilchen. Wo man es bei einem Zweihänder stark vermutet. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier machen können. Jetzt diesen Ball freisetzen. Okay, das war falsch. Glaube ich. Also nochmal. Ich schätze, also ein bisschen freisetzen, so dass er im Raum umherhüpfen kann. Welches ist die Seele, die wir bekommen? Oh, der ist schnell. Nee, das war auch falsch. Oh, bei mir wird es gerade wieder Zeit zum Nasenputzen. Ich bin gleich wieder da. Okay, es könnte natürlich auch sein, dass wir dieses Ding nach oben lenken müssen und dann genau bei diesem Stahlträger, den wir eben gesehen haben, explodieren lassen müssen. Aber ich versuche es trotzdem erstmal nochmal so. Naja, egal. Versuchen wir es einfach mal so. Oh, fuck. Muss ich nur die Möglichkeit finden, den Weg nach oben zu ermöglichen. Da. Jawohl. Sauber. Jetzt haben wir bloß das Problem, dass ich nicht mehr hochkomme. Ich hoffe jetzt einfach mal. Ja, es ist kaputt. Gut, okay. Brauchen wir jetzt quasi nicht mehr drum kümmern. Müssen wir einfach nur hoch. Oh, wir finden etwas. Seltener Ring. Und ein Gegner. Ui, der gar nicht mal wenig Power hat. 37 zieht er uns ab. Aber damit muss auch er...
zurückstecken. So, wo haben wir den seltenen Ring? Da ist er. 41 geht 8 runter und geht dort 10 runter und im Glück geht er 5 hoch. Das ist ja nichts Besonderes. Müssen wir vielleicht zwischendurch mal abwägen, was da und was solche Sachen verkaufen. Also Rüstung, die wir nicht mehr brauchen, weil das scheint in dem Spiel gut absolut nicht wichtig zu sein. Ich weiß, man hat das so drin aus anderen Spielen, vor allem aus RPGs. Aber ich denke, bei Castlevania kannst du mit jeder Rüstung, die sehr stark ist, oder vielleicht noch ein Schutzelement bietet, kannst du was anfangen mit allem anderen. Das kannst du, glaube ich, verkaufen, um Geld zu bekommen. Schauen. Und ich denke mal, hier hat sich auch nichts verändert. Nein, hat sich nichts verändert. Wieder zurück. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht nochmal neue Infos bekommen, wenn wir jetzt zum Palast des Dorfs zurückgehen, weil wir jetzt gerade Julius getroffen haben. Ein Boss können wir nicht machen. Wir müssen uns irgendwo ein neues Siegel herholen, um weitere Türen zu öffnen. Da wäre zum Beispiel die Garten des Wahnsinns und diese hier, die uns jetzt noch ja, zur Verfügung stehen würden. Müssen wir halt alles austesten. Oh, wir bekommen hier dauernd Skelettschütze. Das ist unglaublich. So, jetzt ist guter Rat teuer. Ich denke, was denke ich denn? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Wir legen uns kurz nochmal hier hin und gucken jetzt nochmal, ob wir dort weitermachen können, wo der Endboss war. Als letzte Amthandlung quasi. Wobei ich auch nicht mit Bestimmtheit sagen kann, dass man hier jetzt unbedingt wirklich weiterkommen muss, denn eigentlich ist das Ding nur noch unten gekracht und wir müssen ja diesen Turm hoch spazieren, um dahin zu kommen, wo der Endboss-Raum ist. Also werden wahrscheinlich einfach nur von oben durchgekracht sein und die ganzen Räume, die wir schon gemacht haben, die Etagen da mitgenommen haben. Für zur Not kannst du mir ja nochmal angucken, was da. Nerviges Scheißvieh. Oh! Fuck! Ja, gut, super. Yeah.
Okay, hier war das. Elendes Mistvieh, Alter, wie ich diese Viecher hasse. Okay. Komm, versuchen wir das nochmal. Nee, da kommen wir nicht hin. Ist aber auch, wie gesagt, glaube ich, unnötig. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Ich habe schon wieder fast keine Energie mehr, dank diesem behinderten Draginazzo. Ich gehe jetzt zurück. Ihr habt, glaube ich, genug von mir gesehen. Ich habe diesmal definitiv genug geschafft, ja. Lade doch mal alles auf. Schau doch mal, ob ich doch was kaufen kann und dann war es das für mich, denke ich. Liebe Leute, dann hoffe ich, euch meine Sessions haben euch gefallen und ich wünsche euch was und viel Spaß mit den nächsten Videos von dem Busterflex, euer The Shepherd 82.